ich weiß noch genau, wie der Mond unter den Wolken verschwunden ist und dann eine unglaubliche Stille sich ausgebreitet hat. Und ich dachte in dieser Nacht, dass wir die Einzigen sind, die auf sind und dass die ganze Welt unter diesen tiefliegenden Wolken schläft. Ich war oft die einzige Frau im Team und ich fand das jetzt nicht schlimm. Also im Gegenteil, ich habe mich da ganz wohl gefühlt. Ich komme aus einer kompletten Frauenwelt. Also ich habe bei der Vogue angefangen zu arbeiten in München und dann in New York auch und habe in einer totalen Frauen-Power-Domäne gearbeitet. Und ich war ganz froh, mal mit den Männern hinauszugehen, auf Abenteuerreise zu gehen. Und ich hatte nicht, also ja, manchmal heißt es schon, na ja, also wenn das jetzt gar nicht klappt mit deinem Aufstieg, dann kannst du dich ja im Camp noch nützlich machen und aushelfen. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass die anderen mich nicht gern dabei hatten. Die lange Zeit, die wir am Berg verbracht haben, die vielen Tage, wo man hinaufschaut in die Nordwand, die wie eine unüberwindliche Mauer auch über uns gestanden hat. Und wo es schon auch viele Tage gab, wo ich gedacht habe, das schaffe ich nie. Ich bin zu klein für diesen Berg. Das ist zu groß, zu hoch, zu weit, zu mächtig auch, zu gewaltig. Und ja, wenn diese Nacht dann endlich kommt, auf die man so lange gewartet hat und wir ganz still hinaufgestiegen sind, das war schon ein ganz besonderer Moment. Also vor allem in der Nacht, als wir sind immer in Zweierteams gegangen und ich bin mit Lupsang zusammen, es war immer ein Bergsteiger, ein Sherpa. Wir sind etwa vielleicht um 3 Uhr morgens auf dem Grat gestanden zum ersten Mal und konnten dann auf die andere Seite hinunterschauen, in die Täler von Nepal. Und ich weiß noch genau, wie der Mond unter den Wolken verschwunden ist und dann eine unglaubliche Stille sich ausgebreitet hat. Und ich dachte in dieser Nacht, dass wir die Einzigen sind, die auf sind und dass die ganze Welt unter diesen tiefliegenden Wolken schläft. Und ja, dann haben uns losgerissen von diesem Augenblick auch und sind weiter gewandert an diesem schmalen Grat entlang. Und als die Sonne kam, ist dann endlich warm geworden. Also man spürt dann plötzlich die Wärme und es war völlig windstill und war ein ganz wunderbarer Morgen, als wir zum Gipfel aufgestiegen sind. Ich dachte, ich liege noch im Schlafsack und träume das nur. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich wirklich da bin, dass wir das geschafft haben. Obwohl man es eigentlich erst geschafft hat, wenn man unten im Basislager wieder angekommen ist. Also das ist immer die Gefahr und die Not und die Sorge, dass der Abstieg ist das Gefährlichere am Berg. Und diese Sorge war immer bei uns, auch am Gipfel, dass wir das schaffen müssen, hinunterzusteigen, dass alle heil unten ankommen. Die meisten Bergsteiger, die am Everest sterben, sterben, nachdem sie den Gipfel erreicht haben, weil sie den Rückweg nicht mehr schaffen. Weil sie irgendwann sich niedersetzen und die Kraft nicht mehr finden, wieder aufzustehen. Es gibt keine Rettung am Berg. Die Rettung liegt wirklich in jedem Bergsteiger selbst. So auf dem Weg nach oben sehr kritisch in sich hineinzuhorchen und sich immer wieder zu fragen, habe ich noch genügend Kraft? Nicht nur für den Aufstieg, sondern vor allem für den Rückweg hinunter ins Leben. Ich glaube, viele Menschen können sehr viel mehr schaffen, als sie sich zutrauen. Also es gibt ja diese Aussage, Mut bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Und wenn man das so ein bisschen ins Herz schließt, dann glaube ich, kann eine Frau genauso wie ein Mann alles schaffen, was er sich vornimmt.